bei mir, Jan Just. Überragend heute. Also mir fallen eigentlich kaum Worte ein, kaum Kritik. Es war Effektivität pur. Es sah richtig gut aus. Hinten hat man nicht allzu viel anbrennen lassen. Es war der Wahnsinn. Hat es sich auf dem Platz genauso angefühlt? Ja, es war schon überraschend, dass wir so früh in Führung gehen, weil der FSV eigentlich mit Fünferkette sehr tief steht und die Räume sehr eng macht. Und deswegen dachten wir, dass es eigentlich ein Geduldsspiel wird, dass wir Geduld haben müssen und dass wir dann das für uns entscheiden am Ende. Aber so ist es einfach überragend. Ich weiß noch, der Yannick Sommer hat vor dem Spiel gesagt, Jungs, wir gewinnen das Ding 6-0 hier. Hat nicht ganz geklappt, aber... Ja, da hätte er vielleicht noch einen mehr machen müssen, aber das sehen wir gleich im Interview, da befragen wir ihn auch dazu. 4-0 in der Halbzeit, ich kann mich kaum erinnern, dass der Waldhof mal 4-0 zur Halbzeit vorne war. Hast du schon so Spiele gehabt? Ja, letzte Saison war es so ähnlich, da haben wir 3-0 geführt und dann kurz vor der Halbzeit nur 3-1 bekommen und am Ende noch 3-3 gespielt bei Schott Mainz gegen Völklingen. War ein bisschen ärgerlich, aber heute ist es Gott sei Dank nicht passiert. Jetzt bist du ja neu bei uns. Herzlich willkommen erstmal beim Waldhof. Wie hast du dich so eingelebt? Wie ist es in der Mannschaft und vor allem auch in der Abwehrkette? Ja, also die Jungs haben mich super aufgenommen. Ich fühle mich ja sehr wohl und es ist einfach überragend. Ich fühle mich sehr wohl hier. Sehr gute Atmosphäre und Mannheim gefällt mir auch ganz gut. Also ich fühle mich sehr wohl. Heute wurde es ja beackert, unter anderem von Schick. Bis aufs Derbste wurde da gefightet. Wie hart ist es gegen so Gegner und wie deftig geht's da auch mal verbal zur Sache? Ja, verbal jetzt eher weniger. Ich habe schon den einen oder anderen mitbekommen, auch mit dem Ellbogen gegen Kiefer. Aber es gehört dazu, so ist der Fußball. Man muss sich auch wehren und ja, hab's gut gemacht, denke ich. Denke ich auch. Dann freuen wir uns aufs nächste Spiel und nehmen die 3 Punkte hier erstmal mit. Ja, alles klar. Danke. So, bei mir Yannick Sommer. Wir müssen erstmal knallhart analysieren, was war kurz vor Schluss los. Da kickst du das Ding, sag ich mal, gefühlte 18 Meter am Tor vorbei. Ja, ich war ein bisschen irritiert durch den Gianni, der da vor mir noch reinspritzt, aber eigentlich muss ich ihn machen. Dann wäre es mein erster Dreierpack in der Regionalliga. Also ich hätte schon sehr, sehr gern mal einen Dreierpack gemacht, aber jetzt will ich auch nicht unverschämt werden hier. Ja, aber die Enttäuschung ist doch wahrscheinlich klar zu spüren. Nee, was mich mehr ärgert, ist das Gegentor, muss ich sagen. Ich hätte gerne mal zu 0 gespielt, hat leider wieder nicht gereicht. Aber ja, klar, ich hätte gerne einen dritten gemacht. Auch einmal muss ich schießen, statt nochmal versuchen, da durchzuspielen. Aber das ist dann, wenn man ein bisschen kaputt ist, dann trifft man öfters mal die falsche Entscheidung, glaube ich, weil man einfach dann nicht mehr zu 100% da ist. Das war ein bisschen schade, aber insgesamt natürlich ein Riesenabend für uns. So, jetzt Spaß beiseite. Erstmal herzlichen Glückwunsch. 2 Buden, Yannick, für dich auch. Die Befreiung schlechthin. Du hast mir im letzten Spiel schon extrem gut gefallen, obwohl da, sage ich mal, in der ersten Halbzeit schwer war, einen guten Waldhöfer rauszudeuten. Aber man merkt, du willst, du bist vollkommen fit, das hast du ja auch schon mal gesagt. Und bist wahrscheinlich jetzt wieder in Topform, oder? Ja, danke schön. Ja, ich war... Eigentlich jetzt die ersten Spiele auch mit mir zufrieden, auch wenn ich gegen 3 ich wieder einen dicken liegen lasse, aber das ist, ich glaube, das kommt von ganz alleine, dass die Dinger dann reinfliegen, wie vielleicht auch heute. Nee, ich fühle mich gut, ich fühle mich fit. Ist natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man spielt und man kommt nicht nach 45 Minuten normalerweise raus, sondern man hat jetzt 1-2 gute Spiele gemacht und ja, bekommt eben auch das Vertrauen vom Trainer. Das ist bei mir schon wichtig, glaube ich, dass ich auch wirklich gut spielen kann. Und ja, so ist es im Moment. Ich fühle mich gut und mit der Truppe macht es auch einfach Bock. Ich glaube, wir haben heute auch im Zentrum wieder überragend gespielt. Timo macht das super, Marco sowieso, auch der Jan, der kommt hierher von Schott Mainz und ja, spielt von Anfang an jedes Spiel und macht es echt super. Also. Respekt an die ganze Truppe. Jetzt haben wir heute ein Spiel auf einem schönen Grün, sage ich mal, gesehen. 5 Buden daheim, sage ich mal, auf unserem Grün. Hat es ja auch noch zu 4 gelangt. Ist der Rasen wirklich eine Debatte für die Spieler? Ist es so ein Unterschied oder ist es unterm Strich eigentlich ganz egal, weil immer beide Mannschaften auf dem gleichen Rasen spielen? Ich glaube, es ist schon ein Unterschied. Also wir haben echt Leute, die kicken können. Und da ist es, glaube ich, immer ein Vorteil, wenn der Platz ganz gut ist. Gegen 3 Eich hat es jetzt geklappt mit langen Bällen und so weiter. Aber ich glaube, dass es eigentlich nicht unser Spiel ist, sondern dass wir eigentlich versuchen wollen, Fußball zu spielen, hoch Bälle zu gewinnen und dann mit schnellen Pässen da vors Tor zu kommen. Deswegen glaube ich, dass uns ein guter Platz schon mehr hilft als den meisten Gegnern. Sicherlich gibt es auch noch Mannschaften, die das ähnlich gut machen wie wir.
Wie viel Selbstvertrauen nimmt man jetzt? 2 Spiele, 9 Tore geschossen, 3 bekommen. Gut, daran kann man natürlich immer noch ein bisschen arbeiten. Mit Benni habe ich auch schon gesprochen. Da gibt es bestimmt so 1-2 Dinge, du hast es ja selbst auch gerade erwähnt, die man abstellen kann, damit Scholle mal mit einer Null auch nach Hause fährt. Aber wie viel Selbstvertrauen, wie viel Bock kriegt man auf die neue Runde, trotz all der Nebenschauplätze, die so beim Waldhof gerade aktuell sind? Ja, richtig Bock, weil man weiß zu Beginn jeder Saison nie so genau, wo steht man, wie gut sind wir dieses Jahr. Und ja, so Spiele zeigen dann, dass wir eben auf jeden Fall die Qualität haben, um wieder ganz vorne mitzuspielen. Und ja, das ist das, was im Fußballer Bock macht, wenn er weiß, es geht um was. Wir spielen nicht um die goldene Ananas, wir wollen nicht irgendwie versuchen, Zehnter zu werden oder sowas, sondern wir wollen uns da vorne festsetzen und wollen wirklich was erreichen dieses Jahr. Und ja, ich glaube, das ist mit der Truppe möglich auf jeden Fall. Das stimmt uns positiv. Jetzt haben wir noch ein großes Thema, was auch bald wieder ansteht. Heißt, glaube ich, Pokal. Ja gut, was soll man dazu sagen? Ne? Dieses Jahr sind wir mal dran, glaube ich. Es wird Zeit. Alles mitgenommen, Heidelberg-Kirche, alles erlebt. Ja, ich denke, dass wir das einfach genauso seriös angehen müssen wie hier. Auch wenn wir das die letzten 12 Jahre auch gesagt haben. Aber irgendwann sind wir mal wieder dran. Wir haben eine Mannschaft, um da auch weit zu kommen und das Ding auch zu holen. Und ja, das ist natürlich auch eines unserer großen Ziele, weil wir wissen, wie lange es das nicht gab bei uns auf dem Waldhof. Und ja, greifen wir es an. Also Appell an die Fans, wir sollten trotzdem hingehen und uns das anschauen, weil ihr glaubt wieder dran, wie jedes Jahr. Und wie gesagt, irgendwann werden wir belohnt. Na dann hoffe ich, dass so viele wie nur gehen, sich das Spektakel angucken und dass ihr so weit kommt, wie nur möglich, und den Pott endlich mal holt. Und Glückwunsch zum geilen Sieg heute. Dankeschön. Macht's gut. Danke.